In ganz Deutschland protestieren Menschen heute wieder gegen Rechtsextremismus. Etwa in Dresden, Freiburg und Hannover. Die größte Protestaktion findet in Berlin im Regierungsviertel statt. Zu der Kundgebung unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" sind laut Polizeiangaben mehr als 150.000 Menschen gekommen. Auch an diesem Wochenende sind wieder viele Kundgebungen gegen die rechtsextremistischen Feinde unserer Demokratie geplant. Ich finde das richtig und gut. Am Sonntag wurde bei einer Protestdemonstration auf dem Alten Markt in Potsdam ein klares Zeichen gegen rechts gesetzt. Nichts davon ist harmlos, nichts davon ist bürgerlich und nichts davon dürfen wir dulden, meine Damen und Herren, nichts davon. Überall da, wo wir sind, müssen wir diese Demokratie vor den Feinden der Demokratie bewahren. In meinen Augen ist das Ganze ein riesen Ablenkungsmanöver. Es ist kein Zufall, dass vor einigen Wochen noch die größten Bauernproteste der BRD stattgefunden haben. Ein legitimer Protest gegen die Regierung, gegen die technokratische Übernahme sich auf den Straßen breit gemacht hat. Unmut gegen diese miesen Zustände im Lande sich kundgetan hat. Und dass jetzt gerade dann auf einmal ein Leak von Korrektiv inszeniert, würde ich sagen, in die Öffentlichkeit gelangte und auf einmal die gesamte, das gesamte Land mobilisiert werden soll, um gegen rechts zu demonstrieren. Die Bauernproteste waren das eine. Was ist mit den ganzen Energieproblemen im Lande? Was ist mit der Inflation? Was ist mit der Epstein-Liste? Was ist mit Nord Stream? Was ist mit Gaza? Was ist mit dem Krieg in der Ukraine? An allen Fronten bröckelt es, aber wir müssen uns jetzt gegen diese vermeintlich riesengroße Gefahr von rechts solidarisieren und allen zeigen, dass wir die Guten sind, dass wir aufrechte Demokraten sind, die jetzt auf die Straße gehen müssen. Die Bauernproteste, das war ein legitimer Kampf. Das war ein legitimer Kampf gegen eine Übernahme der Technokratie, gegen eine Übernahme der Elitenherrschaft im Namen des Klimaschutzes, die auf die große Transformation hinarbeitet. Diese Proteste mussten gekontert werden. Man musste etwas dem entgegensetzen. Und da bietet sich natürlich an, dieses Schreckgespenst der Nazis wieder zu reaktivieren und zu sagen, diese Proteste, die absolut legitim waren und legitim sind, auf gewisse Weise zu framen. Es kursieren Aufrufe mit Umsturzfantasien, extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Es wird sichtbar, dass in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten ist, was den legitimen demokratischen Protest und die freie Meinungsäußerung entgrenzt, sodass nun auch zuvor Unsagbares legitimiert erscheint. Symbolisch und gefühlt ist das, was jetzt passiert, auch eine Art Antwort auf diese Proteste. Und weswegen das so relevant ist, darüber werde ich noch sprechen in den nächsten Punkten. Die Demokratie wird eigentlich von der Technokratie, von der Elitenherrschaft, von der Herrschaft des World Economy Forums zum Beispiel oder anderen Foundations und supranationalen Netzwerken ausgehöhlt. Aber jetzt sollen wir auf einmal für die Demokratie auf die Straße gehen. Das ist absoluter Hohn, das ist Neusprech, das ist absolute Pervertierung, die hier stattfindet. Punkt 2 ist, weswegen ich nicht auf die Straßen gehe, weil diese Proteste dazu dienen, das System zu stützen. Und jetzt will ich ein wenig ausholen, um klarzumachen, was für eine Rolle die rechten Parteien eigentlich spielen. Seit 10, 20 Jahren ungefähr gibt es ein Erstarken dieser rechten Parteien in Europa erst und dann vor allem ganz vehement in USA durch Donald Trump. Und die Leute haben oftmals ein Kurzzeitgedächtnis, aber ich verfolge das Ganze schon seit 20 Jahren und ich kann eins sagen, das System, die sogenannte westliche Demokratie, aber auch die Medienlandschaft hat in den letzten 10, 20 Jahren unfassbar an Glaubwürdigkeit, an Legitimation eingebüßt. Und Legitimation ist die wichtigste Währung für Herrschende. Und das wissen die Herrschenden auch. Und deswegen muss man irgendwie diese Legitimation zurückgewinnen. Und was bietet es sich da besser an, als ein Feind der Demokratie, ein Feind dieser besten aller Ordnungen, herbeizuschreiben, groß zu machen, um dann sich selbst in einem besseren Licht erstrahlen zu lassen. Ich habe mir die Frage gestellt, was wäre eigentlich, wenn diese rechten Parteien, wenn Trump zum Beispiel auch dieses rechtsextreme Gedankengut tragen würde. Das heißt, wenn man nicht gegen Ausländer, gegen Migranten, gegen Flüchtlinge hetzen würde, wenn es diesen Nationalismus nicht gäbe. Ich glaube,
Und wenn es nicht diese billige Sündenbock-Mechanismen gäbe, ja, also rechte Parteien werden ja groß dadurch, ja, dass man für die komplexen Probleme, die es gibt, einfache Lösungen präsentiert. Ja, der Ausländer ist schuld, hieß es früher. Jetzt ist der Flüchtling, der Migrant schuld. Ja, und in den USA sind eben die vom Süden herkommen, über Mexiko, über die Grenze, die sind schuld. America first heißt es dann. Wenn man dieses Narrativ nicht immer wieder reaktivieren würde, wäre es dann nicht eine echte Opposition, weil man eben auf die wahren Probleme aufmerksam machen würde und nicht auf dieses Feindbild? Und würde das nicht dazu führen, dass man bei viel mehr potenziellen Wählern eine wählbare Alternative darstellen würde? Also ich wage zu behaupten, dass wenn die AfD nicht so xenophob, nicht so fremdenfeindlich wäre, dann wäre sie bei vielen, vielen mehr wählbar und sogar bei Migranten zum Beispiel. Apropos Migranten, vielleicht nochmal ganz kurz dazu, wie Scholz, der Scholzomat Gefühle gezeigt hat. Und was versucht Scholz? Scholz versucht, die Migranten, die abgestoßen sind wegen dieser Gaza-Problematik, und darüber werden wir sprechen, zurückzugewinnen, indem er sagt, ihr gehört zu uns. Was wir jetzt erleben in Zukunft, ist ein legitimer Aufstand gegen die Übernahme einer technokratischen, globalen Elitenstruktur. Und gegen diese Machtübernahme wird es Proteste geben. Und diese Proteste müssen geframed werden. Diese Proteste müssten weltweit in einem bestimmten Licht erstrahlen. Und deswegen musste es diese erstarkende Rechte geben. Es muss auch in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Bevölkerung dieses Gespenst der Nazis unterwegs sein, damit sozusagen dieser legitime Protest kontaminiert wird. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Hier geht es um eine Kontaminierung legitimer Anliegen der Bevölkerung. Und es wird in Zukunft noch weiter voranschreiten. Das wird immer mehr werden. Und das ist etwas, worauf die etablierten Parteien auch setzen. Ja? Genauso auch in der Medienlandschaft, da sehen wir es ja genauso. Ja, da formiert sich jetzt so viel gute alternative Presse, alternative Medien auf YouTube und auch sonst wo, in Nachdenkseiten zum Beispiel, wo es man versucht ist, einfach daraus eine große braune Suppe zu machen. Querfront findet statt, das ist alles Extreme. Und das kann man vor allem in Deutschland gut machen, weil Deutschland wegen seiner Vergangenheit eben alles, was rechts ist, gleichzusetzen ist mit dem Teufel. Wenn wir die AfD als sozusagen die Ausgeburt des Teufels oder als eine Art Wiedergeburt Nazi-Deutschlands, des Dritten Reichs und des Vierten Reichs jetzt hochstilisieren, dann erstrahlen so Scholzomaten und Baerbock und Habeck, die von den Medien auch noch hochgeschrieben und hochgejatzt werden, in einem umso helleren, strahlenderen Licht. Das ist Propaganda, das ist billig und da mache ich nicht mit. Und ich bin kein Rechter, überhaupt nicht. Aber diejenigen, die die Rechten verteufeln, sind diejenigen, die erst ermöglicht haben, dass diese Rechten immer größer geworden sind. Das ist die Politik der letzten 20 Jahre, die verantwortlich zeichnet für das Erstarken rechtsextremer Positionen. Diese etablierten Parteien, Anführungszeichen, die ehemaligen Volksparteien, oder dieses, man sagt auch der linksgrüne Block, wobei es überhaupt nicht links ist, was die machen. Es ist vor allem eine neoliberale ökonomische Politik. Es ist immer, die Leute haben auch ein Problem, das zu verstehen. Ich will das ein für alle mal klarstellen. Die Politik, auf die es wirklich ankommt, und es ist auf alle die Wirtschaftspolitik, die ist durch und durch rechts. Die Außenpolitik jetzt ist durch und durch rechts, wenn es um Militarismus geht, um Aufrüstung geht, wenn es darum geht, in Kriegsgebiete Waffen zu liefern. Das ist rechte Politik. Wir haben rechte Parteien an der Macht, die aber, und das ist eben der Trick an der ganzen Geschichte, als links geframed werden, nur um dann auch das rechte, legitime rechte Position, kulturell rechte Position zu verteufeln. Diese Parteien sind insofern links, als sie kulturell links sind. Das heißt, wenn es um Wokeness geht, wenn es um das Familienbild geht, wenn es um kulturelle Anliegen geht, sind diese Parteien schon links. Linker als früher definitiv. Und man vermischt diese zwei Dinge und sorgt dadurch für Chaos.
Insofern frage ich mich jedes Mal, was dieses eigenartige Links-Rechts-Denken sein soll. Links-Rechts, diese Art von Spaltung dient nur dazu, um die Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufzuspielen, um auf das wesentliche Problem nicht zu sagen, aufmerksam machen zu müssen oder um abzudenken vom Wesentlichen. Und das ist eigentlich ein Kampf zwischen oben und unten. Ja, und das soll nicht gesehen werden, das soll verschleiert werden durch diese Amerikanisierung unserer Verhältnisse. Ja? Wo es nur noch zwei Pole gibt, die Linken gegen die Rechten, wobei das ein kultureller Kampf ist, der stattfindet. Der wahre Kampf aber, der ökonomische Kampf, der mehr oder weniger schon entschieden ist. Weil auch die AfD in dieser Hinsicht eine rechte Partei ist. Auch die AfD hat eine rechte Wirtschaftspolitik, ist eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Auch die AfD ist eine Partei, die keine Friedenspartei ist. Die AfD ist eine Partei, und das haben wir auch gezeigt, die in vielerlei Hinsicht eine Kriegspartei auch ist. Ich glaube, Deutschland wird, ob bewusst oder unbewusst, gegen die Wand gefahren. Ja? Und deswegen werde ich niemals auf die Straßen gehen mit den Politikern Seite an Seite, die verantwortlich sind dafür, dass Deutschland an die Wand gefahren wird. Da mache ich nicht mit. Und ein sehr wesentlicher Punkt ist auch, welche Funktion diese Proteste erfüllen. Und zwar das Phänomen Rally Around the Flag. Und das bedeutet, dass wenn es einen äußeren Feind gibt, und hier wird eben der Feind als die rechte Gefahr dargestellt, dann, was die Herrschenden gerne machen, ist dann, dass man die Leute um sich scharrt. Ja? Denn, wie heißt es so schön, wenn der Feind bekannt ist, dann hat der Tag Struktur. Ja? Die Menschen scharen sich quasi um, sozusagen die Herrschenden, um dem Feind zu begegnen. Ja, das ist wohl bekannt in den USA, wenn Kriege stattfinden, da wird der Präsident gewählt. Ja? Und wer jetzt den Präsident oder eine wahre Opposition darstellt, der ist ein Vaterlandsverräter. Genauso ist es auch hier. Wir haben einen äußeren Feind und den zeichnen wir als unfassbar böse. Und das führt dazu, dass die Menschen auf natürliche Weise sich zusammentun und sich um die Flagge scharren, um die Ideologie, um die Erzählung scharren, um eben, Solidarität zu demonstrieren und zu zeigen, dass man eigentlich auf der richtigen Seite ist. Und dieser Scholz hat bedingungslose Solidarität gefordert und gezeigt und angemalt für Israel, für einen rechtsextremen, fanatischen Terrorstaat, der ein Genozid an einem, und das passt in diesem Kontext, an einem muslimischen Volk vollzieht. Und dieser Olaf Scholz und diese Politiker, die diese Rechtsextremen und Israel unterstützen, für die soll ich auf die Straße gehen? Ist das glaubwürdig? In meinen Augen sind das Heuchler. Und wenn jetzt die Proteste von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, die gegen den Genozid organisiert werden, wenn die verboten werden und gleichzeitig dann protestiert wird gegen etwaige Deportationen, dann ist der springende Punkt für mich folgender. Man versucht erstens sozusagen auch von diesem Krieg in Gaza abzulenken. Man versucht die Migranten wieder für sich zu gewinnen, indem man eben diese Nazis AfD als das schlimmere, als das größere Übel darstellt. Und da mache ich nicht mit. Und vor allem füge ich mich nicht den Herrschenden, wenn sie entscheiden, welche Proteste gut sind und welche schlecht. Was war denn während der sogenannten Pandemie? Als Menschen auf die Straße gegangen sind, vielleicht echte Demokraten mit dem Grundgesetz in der Hand und protestiert haben für die Einhaltung der Rechte, dann wurden diese geframed als rechts und verteufelt und als Querdenker diffamiert und ihnen wurde gedroht, dass man ihnen die Rechte entzieht. Und dann wurden diese Rechte auch de facto entzogen. Ja, man hat den Menschen das Leben so schwer gemacht, wie man es nur konnte. Und dann wurden sogar Demonstrationen verboten, wegen des Gesundheitsschutzes. Dann aber, als man im Kontext von Black Lives Matter auf die Straße gegangen ist, da hat man das unterstützt. Und da spielten Abstandsregelungen, Masken und alles keine Rolle mehr. Das heißt, es gibt gute Proteste und schlechte Proteste. Und gute Proteste sind oftmals diejenigen,
hinter denen Geldern stecken von so Leuten wie George Soros, der Open Society Foundation oder anderen Thinktanks und global organisierten Foundations. Und jetzt haben wir es ähnlich wieder. Bauernproteste schlecht, schlecht geframed, ja, und diese Proteste gegen AfD sind gut. Da mache ich nicht mit. Ich kann verstehen, wenn Menschen, die nicht informiert sind, auf die Straßen gehen. Ja, es fühlt sich ja auch gut an. Man macht endlich was gegen diese braune Gefahr. Und wahrscheinlich ist da auch eine Gefahr. Wahrscheinlich ist es auch nicht harmlos, was da passiert. Aber der Punkt ist, ja, dass man sich instrumentalisieren lässt. Der Punkt ist, dass man nicht versteht, ja, was für eine Funktion diese AfD und diese Rechten erfüllen. Der Punkt ist, dass die AfD keine echte Opposition ist. In meinen Augen ist die AfD eine Art gelenkte Opposition, die notwendig ist, um legitime Anliegen zu kontaminieren. Das ist die wichtigste Funktion. Ja, weil wenn man dann jetzt auch ja, diese AfD als Nazis bezeichnet und sagt, dass das die absolut größte Gefahr für Deutschland ist, dann wird zwangsläufig jedes Anliegen, ja, was die AfD ja, in Opposition zu den Herrschenden vertritt, gleichzeitig mit kontaminiert. Und das ist eben die große Gefahr. Ich habe mir echt lange Gedanken gemacht, ja, wie kommt es, dass die Partei groß wird? Was für eine Funktion erfüllen sie? Und spätestens während dieser Pandemie war es mir klar, ja, wenn man diese massiven Transformationen, die auf uns zukommen, und es werden keine kleinen sein, ja, wenn man die umsetzen, wenn man sie durchsetzen will, ja, da muss man sie framen können. Und dafür braucht man eben eine Gefahr, ja, die als absolut größtes Übel für Deutschland hochgejazzt wird. Die AfD ist nicht die Gefahr. Die Gefahr geht aus, ja, von Technokraten, die uns in Smart Cities stecken wollen, die uns zu Transhumanisten machen wollen, die uns in einem digitalen Überwachungsstaat kontrollieren wollen und die, und das ist der springende Punkt, uns das verkaufen werden als Fortschritt, als Notwendigkeit, die im Kontext des sogenannten Klimawandels sagen, das ist alternativlos. Das ist alternativlos, dass wir alle jetzt CO2-Kontingente bekommen. Und das ist eben der Trick an der ganzen Geschichte. Die gesamten Transformationen, die jetzt kommen werden, die werden nicht kommen, ja, mit großem Widerstand, ja, weil das, was kommt, notwendig sein wird. Genauso notwendig wie jetzt, ja, gegen diese rechte Gefahr auf die Straße zu gehen. Und diejenigen, die dem Folge leisten, werden glauben, sie machen das Richtige.